Yo Friends, willkommen zurück beim ultimativen postapokalyptischen Spiel Desolate. Wir sind beim letzten Mal hier in der Oase angekommen. Und hier können wir doch einiges tun. Unsere Basis ausbauen. Wir haben uns noch nicht komplett umgeguckt hier. Ich weiß nicht, was es hier noch so schöne Sachen gibt. Auch schöne Sachen. Es ist auf jeden Fall Nacht. Wir haben wieder einen wunderbaren sternklaren Himmel. Mit Aurora Borealis. Na gut, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, ne? Ich glaube, irgendwie einer der beiden Begriffe Borealis, glaube ich, bezieht sich auf den Breitenkreis, wo das auftaucht. Oder so. Es gibt wohl auch Australoboreal, keine Ahnung. Oder Aurora Australo, ach, ich weiß es nicht genau, aber es gibt auch woanders diese Erscheinungen. Was ist das denn? Handel treiben mit Ansässigen. Feuerzeug. Will der mir denn alles für einen Scheiß andrehen hier? Hörst du? Die können alle nur mit mir handeln. Ich soll wohl auch irgendwas hier mit Wasser machen können. Aber ich glaube hier eher nicht, wa? Was ist hier los? Da haben wir noch einen Wachposten. Okay, hier ist dann das nächste Tor. Dann schauen wir mal gerade, ob wir noch was in die Basis bauen können. So, der hier. Feuer. Ach, ein Spielzeugauto. Ist wieder so eine Rohrpost. Cognac hat er am Start. Was ist denn das hier? Wassersäule füllen. Ah. Eine Buddel Wasser kann man hier füllen. Das ist natürlich sehr praktisch. Da haben wir bisher immer ein paar Probleme gehabt, überhaupt Wasser zu finden. Ich kann noch mehr mitnehmen. Noch mehr? Hey, großartig! Ja, warum soll ich denn nicht 1000 Wasser mitnehmen? Wenn es das hier umsonst gibt? Beste Leben. Ach, wir haben es auch oben angezeigt im Kompass. Guck, wir nehmen mal 10 mit. Das ist ja echt praktisch. So, 10 Water. Geht klar. Ist auch kalorienarm. Zuckerfrei. Gluten- und laktosefrei. Und auch vegan. So. Eine Werkbank. Erforschen Medizinstationen. Ah, es reicht, wenn ich einmal drücke und dann zieht er durch. Tagebuch aktualisiert. Ah ja. Also man kann die erst erforschen und dann wahrscheinlich bauen, wa? Jetzt weiß ich, welche Materialien ich brauche dafür und dann kann ich die da wahrscheinlich hinstellen. Okay, Tagebuch aktualisiert. Da. Aufgaben. Ja, herstellen. Ein Elektromotor und Bügeleisen und ein Kästchen. Nice. Ein Bügeleisen hatten wir schon gefunden. Kästchen und eine Gaslampe, ein Metronom und ein Toaster. Oh, für ein Herd. Gut. Habe ich auch gerechnet damit. War das Klopapier? Bro, haben wir tatsächlich in dieser postapokalyptischen Welt Klopapier? Da war doch gerade Klopapier. Schwöre bei Gott. Ihr habt's auch gesehen, oder? Schnauze. Strom sparen. Okay. Dann haben wir jetzt hier nichts weiter verloren. Was kann der mir geben? Hey there. We're gonna stock up or free up some room. Ein altes Sofa, einen dunklen Teppich. Boah, ist das teuer. So viel Material habe ich noch gar nicht gefunden bisher.
Kippen hat er am Start. Kosten der Shit. Ach, ich hab keine Kohle mehr. Okay. Tja, wie immer natürlich komplett abhängig von Drogen. Letztes Geld für den nächsten Kick ausgegeben. Okay. So, wo dürfen wir jetzt hinlatschen? 1000 Meter irgendwie, habe ich was gesehen. Soll unsere nächste Aufgabe sein? Nee, warte mal, jetzt haben wir eine andere Aufgabe gewählt. Wir machen aber im Plot weiter. Und dafür müssen wir da hinten hin. Südbucht Pier. Also laufen wir jetzt alles wieder zurück oder gibt es auch ein Schnellreisen? Ja, scheinbar nicht. Das ist ja weit. Okay. Wir haben auch keinerlei Waffen. Schon scheiße. Naja. Packen das schon. Auf geht das Abenteuer. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Hey, da kann man Wasser leben. Hey, da kann man etwas sehen. Olle hi. Olle ho. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die macht froh. Was ist das denn? What the heck? Die können doch nicht genau gegenüber ein feindliches Gebiet haben, sag mal. Mit übelst eindrucksvollen Gegnern. Das geht doch nicht. Hast du was dabei, Bruder? Ich brauch da was. Kannst du was besorgen? Auch eine Holzkiste. Gefällt mir. Mann, ich will immer Tab drücken, damit er aufhört hier. Aber das geht nicht mit Tab. War ja ein komischer Typ. Der hat mir nicht gefallen. Der war nicht so freundlich drauf. Guck ihn an da drüben. Spacko. Verpissen da, sonst komm ich dir hin da. Vogel. Schnell weg. Jo, was geht sonst so ab, meine Freunde? Ich kann euch sagen, bei mir ist es gerade 2:30 oder 2:45. Ich habe heute eine wunderschöne Runde Hell Let Loose gezockt. 2 oder 3 sogar. Ja, okay, es waren 3. Da gibt es ja gerade streamtechnisch ein paar Probleme, da es ein Verbund von deutschsprachigen Servern gibt. Alle Admins kennen sich. Es gibt, weiß ich nicht, weniger als 10. Ich glaube, es sind so 5 bis 7 deutschsprachige Server, die dauerhaft irgendwie bespielt werden. Und alle haben halt die gleichen Regeln für Streamer. Und die bedeuten irgendwas mit 10 Minuten. Wir sind in die falsche Richtung gelatscht. 10 bis 15 Minuten Stream Delay. Und das ist halt schon belastend. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich darauf reagieren werde. Es ist halt, ich bin jetzt zum zweiten Mal gestreamsniped worden und das ist halt geworden. Und das belastet natürlich das gesamte Team und dann bin ich der Arsch, wenn ich halt dieses Delay nicht einhalte. Ja, und das ist halt passiert. Das kann ich mir nicht zu oft erlauben. Weil man sonst irgendwann mich einfach von den Servern bannt und das war's dann. Oh, was ist das denn für ein Ding? Guck mal das Ding an. Aggressiv oder ist es eher
es ist eher ruhig. Schwer zu sagen. Kann ich mal sagen, wie es genau aussieht. Was das überhaupt für ein Viech ist. Es bewegt sich erstmal. Relativ ruhig. Ist wie ein Büffel oder so. Oh nee. Ich bin einfach nur an den Baum gelaufen. Wir müssen an Stuck. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Jetzt bin ich ja gespannt. Na Mensch, wer hat denn das gedacht? Wunderbar. Oh, da war was Neues drin. Eine Waffe. Ein Knüppel. Oh, ich bin zu fett. Shit. Wir müssen irgendwas auseinanderfummeln hier. Was ist das? Das ist auch eine Waffe. Dann werden wir noch einen Knüppel auseinanderbauen. Kann ich das reparieren? Ja. Ich glaube, man kann das reparieren. Ah, so geht das also. Gut zu wissen. Was man hier alles so rausfindet, ja. So, wir haben ja noch eine Schippe. Ziehen wir auch an. Jetzt sollten wir eigentlich nicht mehr zu fett sein. Ja, wunderbar. Wunderbar natürlich. Dann war es nicht mehr ganz so weit. Ich denke, wir werden hier so vorgehen, dass wir schnellstmöglich. Oh, du Affensack, Alter. Jetzt die Anomalie den weggeballert oder waren das meine knallharten Steinwürfe? Ja, man hat mir schon immer gesagt, ich hätte Baseball spielen sollen. Ich hab einen harten Wurf. Da ist noch ein Camp. Ich glaube, ich möchte jetzt mal meinen Knüppel ausprobieren und dem richtig die Jacke vollhauen. Komm her, Junge. Na, kannst du nicht weiter? Scheiße. Der Steinwerf-Simulator. Boah, Ninja Move. Auf Bruce Lee angelehnt. Stirb. Au. Potsau. Oh, voll in den Vermehrer. Fuck off. Jetzt reicht mir, erzeugt dir die Hucke voll hier. Verfluchter Typ. Mit einem Cognac. Leute, für dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Ich finde das Game irgendwie witzig. Was ist das denn? Eine Knarre. Ich bin super zufrieden. Es geht, besser könnte es nicht laufen. Guckt euch das an, wir haben Baseballschläger. Wir haben eine Knarre gefunden. Es kann nichts passieren. Sei denn, ich renne jetzt in so eine blöde Anomalie rein. Wow, oder da vorne ist einfach ein Arsch voll Gegner. Die ich nicht sonderlich gut zuordnen kann. Shit. Pissen uns hier.
Sieht irgendwie nicht so lustig aus da. Da ist auch noch so ein Verrückter. Guck mal da. Der sieht nicht so gut aus. Der haut uns bestimmt die Jacke voll. Ich sollte erstmal eine ballern. Reden finde ich witzig. Come out already. Richtig verrückt. Richtig verrückte Leute hier. Ups. Ja, wie ihr sagt, das mit Hell Let Loose stellt mich gerade vor ein ernsthaftes Problem. Da ich das Game wirklich sehr, sehr mag. Ich kann nicht wegrennen, weil ich zu fett bin. Kacke. Okay, Friends, ich bin nochmal rangelatscht. So, 24 Meter, wir brauchen unbedingt den Stuff wieder. Und dafür muss ich genau wissen, wo... die beiden Typen sind und wo die Kiste liegt. Das war ein guter Sprung. Ich sehe halt keinen. Habe ich einen gesehen. Weißt du, und der kommt genau in unsere Richtung. Ich habe ja nur begrenzt Zeit, ne? Doch immer das für eine Pistole ist, ja. Ich hab sie. Wo ist denn meine Kiste? Ich finde sie nicht. Bin ich da verreckt oder was? Nicht witzig, wo ist die Kiste? Ich sehe die Kiste nicht. Ich sehe meine fucking Kiste nicht. Shit. Die
Sie liegt da nicht. Das ist ja ganz problematisch. Moment. Okay, ein neuer Approach. Ich bin nur hier hinten verreckt, oder nicht? Was haben die mit meiner Kiste gemacht? Ach, da liegt sie ja. So, jetzt sind wir wieder vollständig. Oh je. Ich hatte mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gehen nochmal an diesen wunderbaren Sonnenscheinschirm hier und sehen uns einfach im nächsten Teil wieder. Danke fürs Einschalten. Haut rein, Jungs. Ciao.